Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Glossy Box. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auf meinem Kanal findest du ja immer mal wieder Unboxings von Abo-Boxen, da habe ich einige bei mir und auch Hauls, Beauty-Videos. Alles mögliche Lifestyle. Manchmal kommt auch mein Hund Sammy vorbei, der jetzt auch gerade ins Zimmer reintapert. Also, wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, dann kannst du das doch gerne hier unten einmal nachholen. Würde ich mich mega drüber freuen. Dann kannst du auch an den zahlreichen Verlosungen teilnehmen, die bei mir auf dem Kanal so stattfinden. Zum Beispiel wird es auch in diesem Video eine Verlosung geben. Also, sei gespannt und bleib einfach dran. Die Glossy Box ist eine Abo-Box, die monatlich erscheint. Es ist eine Beauty-Box, die sich mehr so im Bereich der teureren Produkte aufhält, sage ich mal. Und genau, die kommt immer so Anfang des Monats, kostet so um die 15 Euro. Und ich öffne sie. Und ich habe natürlich auch einen Gutscheincode, den ich dir hier mal einblende. Da bekommst du dann ein paar Prozente durch. Sammy, Adasse, bist du gespannt? Was brauche ich denn hier so drin? Ja. Und diesen Monat haben wir das Motto Festival Vibes. Das finde ich eine wunderschöne Box. Also das Design gefällt mir richtig gut. Ich persönlich gehe ja nicht so auf Festivals. Ich war, glaube ich, noch nie wirklich auf einem. Du kannst mal gerne hier oben abstimmen, ob du auf Festivals gehst. Das würde mich total interessieren, weil das ist jetzt ja mega gehypt und hast du nicht gesehen. Dann haben wir hier noch weitere Gutscheincodes und Heftchen. Und Christ ist hier auch noch ein Infoheft mit dabei. Aber das interessiert uns alle jetzt nicht. Denn ich weiß, du bist genauso gespannt wie ich, was sich in dieser Box befindet. Also öffnen wir sie mal. Und so sieht der erste Blick in die Box aus. Ich rieche immer gerne dran. Da kommt jetzt so kein verräterischer Duft von irgendwas raus. Okay, dann öffnen wir einmal das Schleifchen. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und hier haben wir den Blick in die Box. Als erstes liegen hier zwei Viecher drauf. Genau, das ist von Hawaiian Tropic. Zweimal das gleiche. Also kann ich eins in die Kamera halten. Das ist so eine Sonnenlotion. Oder? Eher Soft Light Ultralight Texture, ja genau das gleiche. Das ist eine Sonnencreme, habe ich tatsächlich letztens erst bei DM gekauft. Mein Haul kommt irgendwann in diesem Universum noch online, weil es halt für ein Tauschpaket ist. Genau, das ist sauteuer. Also so eine Tube Sonnencreme kostet 8,95 €, das weiß ich noch. Und ja, da kann ich das auch selber mal ausprobieren. Lichtschutzfaktor 30 ist für mich ein bisschen wenig. Ich nehme normalerweise 50, weil ich bin, wie ihr seht, sehr hell. Und ich werde auch nicht deutlich dunkler. Das macht vielleicht Make-up und Bronzer und so. Aber ich bin und bleibe sehr hell. Und ja, aber das finde ich cool, dass da auch Proben mit dabei sind. Die kannst du wirklich gut in die Handtasche packen und hast dann für zwischendurch mal was, wo du dich dann halt auch, wenn du unterwegs bist, eincremen kannst. Das finde ich praktisch. Da finde ich Proben auch mega sinnvoll. Dann haben wir hier eine Leseprobe drin. Meistens kommt es anders, wenn man denkt, jo, da hat sie recht. Das hat man manchmal so in diesen Boxen drin. Ich persönlich bin kein Fan von Leseproben, muss ich gestehen. Ich bin eher ein Fan von einem richtigen Buch. Aber du wirst kein richtiges Buch in der Box drin haben. Die kaufe ich mir dann lieber selber, gehe dann schön im Bücherladen, stöber, lese die Klappentexte durch und entscheide dann, welches Buch ich mitnehme. Zum Beispiel für den Sommer, wenn man sich irgendwie draußen chillig hinlegt oder irgendwo am Strand liegt, da hat man ja gerne irgendwie ein Buch mit dabei. Und ja, das wäre dann eine Idee zum Beispiel, die Glossy Box einem mit auf den Weg gibt. Kommen wir zu dem ersten Produkt, was hier drin ist. Und zwar von Nivea Sensual Pflegelotion Kokosnuss und Monoiröl. Mit Kokosnuss kann ich leider nichts anfangen. Das ist schnelles Einziehen und tropischer Kokosnussduft. Ich mag keinen Kokosnussduft. Ich mag es einfach nicht. Für normale bis trockene Haut, das mag ja alles ganz nett sein, aber ich mag einfach keinen Kokosnuss. Nee. Ich bin eher so der blumige, fruchtige Typ. Ich mache sie mal auf und rieche dran. Es riecht halt wie eine Nivea-Creme mit einem Hauch Kokosnuss. Und das ist nicht meins. Nivea alleine ja, Kokosnuss nein. Also das kommt auf jeden Fall in die Verlosung. So, dann habe ich hier ein Produkt drin von Dr. Pawpaw. Aha, ein Ultra-Juice Orange Balm. Multipurpose Soothing Balm with Natural Pawpaw. For lips, cheeks and cosmetic finish with a hint of tint. Fragrance free. Okay, das ist tierversuchsfrei und vegan. Und das kannst du für die Lippen nehmen. Du kannst es als Blush nehmen, offensichtlich, für die Cheeks. Und das verwenden wir doch jetzt mal. Muss mal auf den Handrücken erst. Uff. Da kommt so eine richtig orangene Wurst raus, die voll dick ist.
und nach nichts riecht. Oh, die ist richtig orange. Mit leichten Schimmerpartikeln. Ach, du ahnst es nicht. Und das kommt jetzt auf die Wangen. Dafür verwende ich dann hier aus dem Mrs. Bella Pinselset den Stippling Brush. Der ist ja so designt, sage ich mal, dass du da wirklich sehr hochpigmentierte oder sehr farbintensive Produkte auf dein Gesicht auftragen kannst, ohne dass du halt so extrem was davon draufpackst. Denn ich wollte schon heute Abend noch auf einen Mädelsabend gehen. Ich verteile das erstmal so ein bisschen auf meinem Handrücken. Leute, das ist so extrem. Wahnsinn. Boah. Okay, wir gucken vorsichtig. Ich dippe da so ein bisschen rein. Hab das jetzt hier auf dem Pinsel und gebe mir das auf die Wangen. Also, ich finde das schon sehr, sehr intensiv. Ich sehe mal zu, dass ich das ein bisschen mehr verblendet bekomme. Weil, ich meine, das hat auch mit Festival nicht mehr so viel zu tun, ne? Das ist mein Pseudosonnenbrand par excellence, ich sag dir das. Also, das ist mir schon eine Stufe zu krass, muss ich gestehen. Oder auch 10 Stufen zu krass, weil das ist ja schon knalle orange. Und ich blende das ja in meinem ganzen Gesicht praktisch jetzt gerade aus. Wahnsinn, also es verleiht mir natürlich eine gesunde Farbe ins Gesicht. Und ich mache das auch mal so ein bisschen über die Nase, dann sieht es wirklich aus wie ein Sonnenbrand. Okay, was, oh Gott. Ich find's zu heftig. Vor allem, ich glaube, ich habe jetzt echt 10 Minuten versucht, das Kram einzublenden. Es ist schon krass. Ich meine, es passt sich jetzt ein bisschen mehr an. Und das, ne? Aber jetzt, wenn ich so im Display das sehe, dann denke ich mir auch, wow, weil es schimmert auch noch so ein bisschen. Ne? Es ist schon krass. Wirklich. Also, nichts für mich. Das ist mir zu heftig. Wird auf jeden Fall gleich beim Mädelsabend mitgebracht und dann können die Mädels sich das anschauen. Und naja. Interessantes Produkt, aber ich finde es einfach zu heftig und zu orange. Also ich mag ja peachy, aber das ist schon intensiv peachy. So, dann haben wir hier von L'Oreal Color Vista Hair Make-up One Day Color Highlights. Kein Abfärben für Brünette. Wie ihr seht, ich bin nicht brünett, ich bin blond. Auch wenn es in der Kamera so aussieht, als hätte ich einen Rutschig in meinen Haaren, aber ich bin wirklich blond. Und daher kann ich dieses Produkt leider nicht so wirklich verwenden. Ja, das ist quasi da, dass du dir Highlights in die Haare machst, die dann irgendwie pink sind. Hashtag Dirty Pink Hair. Ja, also das ist nicht gut für Blonde, sehe ich hier auch. Dieser Farbton kann länger als vorgesehen anhalten. Hier steht's auch, ne? Also, da lasse ich doch lieber einfach mal die Finger von, denn wenn ich da auf der Arbeit mit pinken Haaren sitze, dann erklären die mich, glaube ich, für vollkommen verrückt. Auch das wandert in die Verlosung. So, ach so. Übrigens, in der Box sind immer so ungefähr 5 Produkte drin und ich bin wirklich auch gespannt, was der Gesamtwert sein wird. Ja, dann habe ich hier von So Susan Cosmetics Sun Longer Healthy Glow Powder Bronzer. Sehr gut, ich kann meinen Look dementsprechend gleich abrunden mit diesem Produkt hier. Das ist ja niedlich, ne? Das ist wirklich ein gutes Produkt für die Handtasche. Es ist vegan, glutenfrei, ohne Mineralöle, parabenfrei und phthalatefrei. Say hello, we heart hearing from you. Haben wir hier irgendwo eine Farbe drauf? Ich glaube, Solar Flare ist die Farbe. Hier haben wir das kleine Produktchen. Das ist echt niedlich. Oha, der sieht dunkel aus. Hat so einen kleinen Spiegel auch mit dabei. Mal gucken. Der hat auch so Schimmerpartikel, was ich super finde. Ein Spiegel ist für unterwegs super. Sieht so auf dem Finger relativ dunkel aus, aber hey, ich bin ja schon overblushed, dann kann ich mir auch noch ordentlich einen geben. Hier haben wir dann den Bronzer. Der sieht schon relativ dunkel aus, aber wenn ich den so ausblende, könnte das was werden. Ach, der schimmert aber schön. Das mag ich. Das gefällt mir. Ist echt schön. So, jetzt haben wir den, also der glitzert auch so ein bisschen oder schimmert viel mehr. Dann mache ich mir den mal drauf. Für den Sommer, wenn man dann vielleicht auch, ne, also ich werde ja im Prinzip nicht braun, ich kriege ja einfach nur mehr Sommersprossen, die das Gesicht dann brauner wirken lassen. Ja, so ist mein Leben, Leute. Aber dann ist das schon ganz cool. Hätte ich ja nicht mit gerechnet, dass ich mich heute noch so schminke, ey. Wahnsinn. Dachte, ich setze mich hier einfach nur in meinem Alltagslook hin und gehe dann ganz gechillt heute Abend los. Nö. Ich mache mir noch einen richtig sonnengeküssten Teint, einen Overblush und hau erstmal ordentlich einen raus hier. Ja, zu dem krassen Blush passt auf jeden Fall auch dieser etwas dunklere Bronzer. Die sind Freunde.
Der wärmt das Gesicht ordentlich auf. Ist jetzt aktuell natürlich ein bisschen dunkel für mich. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, gefällt der mir. Auch so einen leichten Glow, nicht zu extrem. Ich muss immer aufpassen, dass ich meine Ohren auch mitmache, weil sonst sehen die einfach so aus, als würden die nicht dazugehören. Und ich will meine Ohren ja nicht ausschließen. Den finde ich schön. Das ist auch mein Highlight-Produkt. Das war auch die Sneak Peek tatsächlich. Und was man auch mit so einem Bronzer super machen kann, ist, dass man sich einfach einen Pinsel nimmt. Also ich habe jetzt hier so einen abgeschrägten Blendepinsel. Geht man da vorsichtig rein und setzt sich den einfach in eine Lidfalte rein. Dann hast du auch einen ganz simplen Look, der aber auch dann direkt farblich zum Bronzer passt. Und wenn du einfach so mal einen simplen Weggeh-Look haben willst, dann mach das einfach. Hast dann vielleicht ein bisschen Puder da, um das Ganze noch ein bisschen abzupudern oder so, aber das kann man auch immer machen. Ne? Dann hast du auch noch ein bisschen die Verbindung zu den Augen. Ja, also das Produkt finde ich super. Das feiere ich auch voll. Das wird definitiv noch öfters verwendet. Und jetzt gerade im Sommer freue ich mich mega drauf. So ein schönes, sonnengeküsstes Gedöns. Das gefällt mir. So, das letzte Produkt, was wir in der Box haben, kommt mir bekannt vor. Mercy Handy. Das ist so ein Handgel Into the Wild. Ich habe mittlerweile schon ziemlich viele von diesen Handgels da. Das sind so Handdesinfektionsgele. Das wandert auch mit in die Verlosung. Das heißt, du kannst in diesem Video 3 Produkte gewinnen. Das sind die 3. Ne? Dafür einfach machen, was unten in der Infobox steht. Das geht relativ simpel bei mir. Haben die Produkte zum Motto gepasst? Im Großen und Ganzen schon irgendwie, ja. Aber Festival wäre für mich vielleicht so ein bisschen mehr so Highlighter-mäßig gewesen. Also, dass da Highlighter drin gewesen wären oder irgendwie so Glitzerviecher, die man sich ins Gesicht klebt. Ich meine, das ist jetzt nicht für jeden was, aber das hätte mehr zum Motto gepasst. So, ne? Ansonsten, ja, die Produkte kannst du schon irgendwie verwenden fürs Festival, aber ich weiß nicht. Also ich finde diesen Blush schon sehr merkwürdig. Also ich bin eh kein Fan von diesen Creme-Produkten und dann noch so ein krasser Creme-Blush ist dann schon eine Stufe zu hart, auch wenn es jetzt mit dem Bronzer nicht mehr so übel aussieht, sondern in der Kamera doch irgendwie gut wirkt. Was ist denn da jetzt auf einmal los? Manchmal kann man sich dann doch mal umentscheiden. Vielleicht behalte ich den doch. Nein, ich habe genug Puderblushes. Der wandert gleich weiter zu einer Freundin von mir. Irgendeine wird sich bestimmt freuen darüber. Ich bin echt mal gespannt, was das für ein Wert ist. Ich sag mal so ganz grob 35, 40 Euro. Ich blende dir das hier mal ein. Ja, mal gucken. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite hier unten noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!